Die Video Tech Night wird Ihnen präsentiert von Lautsprecher Teufel. Ja, in der heutigen Tech Night sprechen wir über die Vorboten der IFA 2017. Du warst unterwegs und hast die Herstellertrends aufgegriffen. So ist es. Dann ganz endlich, wir haben so lange drauf gewartet, Sonys AV-Geräte, Offensive geht los, der neue UR3D Blu-ray Player ist da und auch die Atmos Soundbar, darüber sprechen wir heute. Und dann haben wir auch noch News im Gepäck und zwar einmal zum Ultra HD Blu-ray Player von Oppo zum neuen und zu einem neuen Blu-ray Player von Philips. Ganz genau. Und heute auch wieder mit dabei unser Redaktionshund Sarah hat sich heute gleich bei uns bequem gemacht, manchmal ja eher neben der Couch und schlafenderweise, aber heute sozusagen in großer Zuneigung und mitten im Bild. Genau, das freut uns natürlich sehr. Ja, herzlich willkommen. Wie du schon gesagt hast, ich war unterwegs. Und zwar in Lissabon, ja. Nämlich bei der IFA Global Press Conference. Genau, das ist ein bisschen misleading, der Titel eigentlich, denn es ist natürlich nicht nur eine Pressekonferenz, sondern da gibt es mehrere Tage Briefings von Herstellern zu neuen Produkten und Trends. Es gibt viel Zahlen, Daten, Fakten zum Markt. Und das Ganze eben im Hinblick auf die IFA, die internationale Funkausstellung in Berlin, die dann Anfang September auch wieder stattfinden wird. Ist ja für neben der CES im Januar eine unserer beiden ganz wichtigen Messen. Ja. Und genau. Und genau, da geht es jetzt also langsam schon wieder los, die Vorbereitungen dahin. Und das war eben der Auftakt dazu sozusagen international. 400 Journalisten aus der ganzen Welt waren mit dabei, wir natürlich sowieso. Es wird in den nächsten Tagen auch noch eine ganze Menge Material dazu geben auf unserem Blog. Einen kleinen Highlight-Clip habe ich zusammengestellt, den könnt ihr euch dort auch anschauen auf www.technet.video hier über die Infokarte hier oben, die hängt hier hängt über meinem Kopf. Direkt über Antonias Kopf, da natürlich auch. Ansonsten haben wir zum Beispiel einen Clip, Samsung war auch vor Ort und hat The Frame vorgestellt, nochmal genauer, das ist ja schon als Prototyp gezeigt worden auf der CES, dann auf der Samsung Roadshow. Genau, quasi ein TV als Bilderrahmen, ja, also auch als Designobjekt, wenn er eben ausgeschalten ist. Dass da nicht nur ein schwarzer Display an der Wand hängt. Genau, cooles Konzept. Da gibt es, wie gesagt, auch einen Clip dazu. Wird von Michael Zöller, dem Head of Visual Display Europe, vorgestellt. Und ihn und seinen Vice President-Kollegen Kai Hillebrand hatte ich auch Gelegenheit, ein bisschen länger zu sprechen. Wir haben über allgemeine Entwicklungen bei Samsung gesprochen, natürlich über ihre QLED-Strategie, über Sound, wie wichtig ihnen Sound im Allgemeinen ist und jetzt auch gerade im Hinblick auf die neuen Produkte, auf die neuen einteiligen Soundbars zum Beispiel. Genau. Und natürlich auch über das neueste Announcement von Samsung, das sie ja gemeinsam auch mit Amazon gebracht haben. Es ging um HDR. Da gab es ja schon lange die Ankündigung, auch auf der CES wiederum, Samsung könnte mit einem eigenen High Dynamic Range System sozusagen auf den Markt kommen. Es gibt ja bisher HDR10, das ist der Standard. Genau. Und das ist bisher ein statisches HDR. Und ja, bei Samsung geht es darum, ein dynamisches HDR zu entwickeln. Und sozusagen das Pendant zu Dolby Vision zu setzen. Also Dolby Vision ist ja der dynamische HDR, das dynamische HDR-Format aus dem Hause Dolby, aber eben kein ein geschlossenes System, genau. Also ja eben kein offener Standard. Aber bevor wir dazu viel dazu sagen, lassen wir die beiden Herren sprechen. Einen Ausschnitt, wie gesagt, wir haben ein sehr ausführliches Interview, auch das gibt es auf unserem Blog, aber hier der Ausschnitt zum Thema HDR Plus, dem neuen Standard von Samsung und Dolby Vision. UHD ist nicht nur Auflösung, ganz klar. Und wir haben schon, vor 4 Jahren stand ich hier und habe im Endeffekt gesagt, UHD ist nicht nur Auflösung, sondern es geht halt auch um Farben und jetzt auch halt High Dynamic Range. Also wirklich, Auflösung ist ein kleiner Bereich von dem neuen Bildeindruck, den wir haben. Und HDR spielt da eine unglaublich wichtige Rolle. Und HDR ist natürlich noch ein bisschen in seiner Entwicklung. Wir setzen ganz klar auf offene Standards. Wir gehen nicht unseren eigenen Weg, sondern wir setzen auf offene Standards. Und HDR10 ist ganz eindeutig der offene, akzeptierte, von der gesamten Industrie akzeptierte Standard. Wir haben allerdings auch natürlich gesehen, dass dynamisches HDR gegenüber statischem HDR gewisse Vorteile hat. Und deswegen sind wir jetzt an der Speerspitze und versuchen natürlich auch mit HDR10 eine entsprechende Erweiterung zu machen, die dann auch dynamisch dann abfackelt, also macht. Und
Das ist ein offener Standard und wir sind uns sehr, sehr sicher, wenn ein Standard offen ist, wird er akzeptiert von allen. Und wir wissen ja schon, dass der eine oder andere Amazon Universal an diesen Lösungen halt auch arbeitet. Und das ist für uns wichtig, mit Partnern zusammenzuarbeiten, offene Standards zu haben, anstatt geschlossene Systeme zu haben. Also wir glauben sehr stark, dass, wie Michael gerade sagt, dass UHD ist nicht einfach nur bessere Bildqualität und da zielt HDR zu, um das ein viel größeres Erlebnis machen zu lassen. Und genau aus dem Grund sind ja auch in unseren Mobiltelefonen die Möglichkeit, um auch in HDR aufzunehmen. Es kommt den Konsumenten, dieses Ökosystem wird immer näher gebracht und letztendlich sind es ja nicht nur die Hollywood-Studios, die das vorantreiben, sondern letztendlich auch die eigenen Aufnahmen, die ich in unterschiedlichster Form machen kann. Und somit ist es für uns A, wichtig, weiterhin auf offene Standards zu setzen, aber B, genau, wie Malte sagt, an der Front zu sein, um genau solche Themen als Erster voranzubringen. Das erwartet der Konsument von uns auch. Sowohl im Mobilbereich als im TV-Bereich. Es gäbe natürlich auch noch ein anderes dynamisches HDR-Format. Television ist Kamera für Samsung. Warum nicht in Frage? Warum nicht? Weil es ein geschlossenes System ist. Ja? Also hier, und wir sehen das, wir haben das ja auf der letzten CES gesehen, dass jetzt plötzlich 3-4 andere auch noch aufkommen und sagen, ja, ich habe auch sowas. Ja. Und das ist natürlich der Tod des Konsumenten und der Tod von Formaten. Ja? Und natürlich ist es für uns, wäre es für uns eine einfache Geschichte, jetzt auch zu sagen, wir supporten Dolby Vision. Aber damit würden wir nicht das tun, woran wir glauben, nämlich offene Standards zu unterstützen. Und das ist unser erstes Ziel. Ja, vielen Dank an die beiden Herren. Genau. War ja spannend. Wie gesagt, das gesamte Interview auf unserem Blog technet.video zu sehen. Ein paar spannende weitere Aussagen in sommerlicher Atmosphäre in Lissabon. In HZ ein paar Grad während bei uns der Schnee kam. So ist es. Aber es gab ja noch mehr News, nicht nur HDR Plus, dieses neue Format von Samsung war eine News der letzten Woche, sondern auch... Ja, News in Sachen Blu-ray-Player, und zwar zum einen in Sachen normaler Blu-ray-Player, ja, also sprich ein Blu-ray-Player, der noch nicht Ultra-HD abspielt, sondern eben nur das HD-Format, und zwar aus dem Hause Philips. Und das Besondere daran ist sein Design. Ja, wir können es jetzt auch vielleicht mal kurz einblenden. Was schickes, rundes, flaches, schaut relativ rund aus, würde ich sagen. Ja, genau, runde Form. Genau. Und ansonsten kann der eigentlich abspielen alles, was er so können muss. Genau. Also schon ein high-endigeres Design, dafür aber sehr günstig. Mhm. Ne? 109,99 Euro. Also der... Wer kommt auf solche Preise? Aber egal. Und das Besondere daran, man kann ihn wohl auch, also sowohl liegend als auch stehend platzieren. So ist es. Ja. Ich finde, er sieht echt schick aus. Also für alle, die jetzt noch nicht auf UHD... Mhm. Einsteigen war, glaube ich, eine gute Wahl. Genau, also er kann, wir werden natürlich auch mal testen in Kürze. Die Meldung kam ganz frisch rein. Kann natürlich dann auch alle gängigen Formate abspielen, eben außer der Ultra-HD Blu-ray. So ist es, genau. Die kann er nicht, aber dafür gibt es ja auch Neues. Da muss man eigentlich ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, wenn man dieses Gerät haben möchte. Und zwar geht es da um den neuen Player von Oppo, der ja schon länger angekündigt war. Der UDP 205. Richtig. Und der Nachfolger des 203, der im Dezember kam. Genau. Und der wurde eben jetzt auch angekündigt, er ist ab sofort verfügbar. Man vorbestellbar, jetzt ab Mitte Mai dann auch kaufbar. Genau. Und das Besondere ist natürlich, der kostet erstmal schlappe 1700 Euro, das ist schon ein bisschen eine andere Liga. Und er ist ein sehr audiophiler Player. Also er ist in erster Linie natürlich Ultra-HD Blu-ray Player, aber er kann halt eben auch alle erdenklichen Audioformate abspielen. Und er ist... wie sein Vorgänger auch, upgrade-fähig für Dolby Vision. Wir hatten es ja vorher gerade. Allerdings, wann dieses Firmware-Update für Dolby Vision für die beiden Player genau kommt, das steht immer noch in den Sternen, bis zumindest Stand heute jetzt noch nicht bekannt, wann es genau kommen wird. Die Filme sind ja auch für demnächst angekündigt, aber... Genau, im Juni werden mit den beiden, ich einfach unverbesserlich filmen, ja, die ersten Titel mit Dolby Vision kommen. Also irgendwann spätestens da sollte dieses Firmware-Upgrade da sein, sonst hat man da ein Abspielproblem, würde ich sagen. Und wir wollen es natürlich auch testen, das ist ja ganz klar. Und natürlich hoffentlich auch das entsprechende Update dann für die AV-Receiver und die Fernseher und so weiter. So ist es. Bis dahin testen wir einen anderen Ultra-HD Blu-ray-Player. Ja, und zwar diese Woche bei uns angekommen, ganz neu. Halleluja, wir haben lange darauf gewartet.
die Szene, muss man ja sagen, hat lange darauf gewartet. Ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr, als es so losging mit den ersten Playern von Panasonic und Samsung, haben alle gesagt, na Sony, die waren doch immer bei Blu-ray ganz vorne dabei und Formatprotagonisten. Was ist denn jetzt bei Ultra? Die waren auch bei 4K-Fernsehern natürlich ganz vorne dabei. Warum kommt kein Player von Sony? Dann haben die angekündigt, ja, so zum Ende ihres Geschäftsjahres, das war jetzt Ende März und wumps, da ist er auch, April, kaum ist April, ist er hier, der X800. Richtig, genau. Und das Besondere daran ist, oder sehr attraktive daran, ist eben auch der Preis für 400 Euro. Es ist derzeit der günstigste Ultra HD Blu-ray Player, der erhältlich ist. Und der soll trotzdem eigentlich wirklich alles können, wie wir jetzt so schön vor allem lesen auch und hören. Alle Formate, ja. Ist natürlich auch ein High-Res Player, also da von DSD, FLAC-WAF, keine Ahnung, alles, was es da an Formaten gibt. Genau, ansonsten Dolby Atmos, DTS:X. Sämtliche wichtigen 3D-Audio-Formate kann er abspielen. Genau. Und für die Musikfans natürlich auch, die da eine Sammlung vielleicht zu Hause haben, super Audio-CD und was ja auch nicht selbstverständlich ist, gerade für Sony als SACD-Protagonisten, DVD-Audio. Also wer da noch was zu Hause hat, dieser Player kann sie alle. Ne? Allerdings, wir haben zum Beispiel keinen analogen Eingang mehr. Hier sind jetzt nur quasi der Koaxial- und der HDMI-Eingang. Zwei Eingänge, einmal den ganz normal und einmal nur Audio. Verklebt, genau. Aber es sind zwei, die kann man mal hier zeigen. Genau. Und genau, also hier ist kein analoges Setup, das ist aber das Einzige. Alles andere ist sehr, sehr audiophil an ihm. Ja. Und wir haben auch schon ein bisschen mal reingehaut. Klingt ganz gut. Demnächst auch auf unserem Blog natürlich ein erstes Inbezugnahme-Video. Und wir haben nämlich reingehört in Kombi mit der passenden Dolby Atmos Soundbar, mit der HTST 5000. Mhm. Und das ist quasi das erste Atmos-Modell aus dem Hause Sony. Die hat ja quer nicht durch die Tür gepasst, oder warum haben wir sie die nicht hier? Da gibt es auch noch ein extra Clip dazu, wie die aussieht. Das darf man nicht verraten, weil da gibt es ein Unboxing. Okay, ja, na gut. Dann auch in den nächsten Tagen auf www.technight.video. Mhm. Und das ist eben auch ein zweiteiliges System, 7.1.2, also auch wieder rechts und links mit zwei nach oben abstrahlenden Lautsprecherchassis für die Dolby Atmos Wiedergabe. Und ein Subwoofer ist noch mit dabei. Ja, Wahnsinn. Genau. Also tolles Setup, wir sind gespannt, wie es klingt. Und hier, ich freue mich natürlich besonders auf diesen Test, denn wie gesagt, also was die Features angeht in Kombination mit dem Preis 399, da bin ich echt gespannt, was Sony da liefert. Könnte. Und übrigens habe ich gerade das Logo auf der Rückseite, sehe ganz wichtig, immer für alle Fans, 3D kann er auch. Ne? 3D Blu-rays kann er auch. Das ist ja immer entscheidend. Das ist nicht nur 3D-Sound, sondern auch 3D-Bild. Genau. Ja, und zu guter Letzt. Was haben wir noch? Ja, denn wir geben euch noch was mit auf den Weg. Und zwar sozusagen unsere aktuelle Videoausgabe. Ja, wer sie sich noch nicht geholt hat, schlagt zu. Und wir haben wieder richtig coole Highlights im Test, zum Beispiel weltexklusiv den ersten QLED QLED-TV von Samsung, den Q9 in 65 Zoll. Ein absolutes Highlight-Produkt. Und viele schöne weitere TVs, OLED und auch LCD. Ja, also en masse. Ich kann nochmal empfehlen, ein Jahr Ultra HD Blu-ray, wir haben ja gerade über die Player gesprochen, der ist natürlich auch schon drin, zumindest erwähnt. Wir haben die Tests nochmal zusammengefasst, die wir schon hatten. Sprechen über die Filme, die es gab, Highlights und weniger Highlights. Dann haben wir auch noch ein richtig cooles 5.1-Set aus dem Hause Dali mit dabei. Und kurzer Sinn, 5,50 sollte euch das Heft hier wert sein, holt sie euch, ist ja auch jetzt am Wochenende, wenn es wieder mit Feiertag noch morgen, ne, und so weiter, wenn es wieder schön wird, das Wetter. Kann man auch ist draußen dann, auf der Liege lesen. Ist auch zum Draußenlesen geeignet, ganz genau. Zum Drinlesen und Draußenlesen ist einfach irre. Zum Unterwegslesen. Also, je nachdem, wie man unterwegs ist, ja. Ja, gut, nicht auf dem Fahrrad oder im Auto, aber die ist quasi für alle Gelegenheit zum Baden, also vor und nach dem Baden. Ich weiß gar nicht, es gibt so viele Situationen, wo es geeignet ist, dieses Heft zu lesen. Ich könnte sie noch stundenlang aufzählen, wollen wir aber nicht. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß mit den weiteren Clips auf technight.video. Genau. Und verabschieden uns bis nächste Woche. Bis dahin, gute Zeit. Ciao.
Die Video Tech Night wurde Ihnen präsentiert von Lautsprecher Teufel.